Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Testy Boy Video. Ja, moin, endlich mal wieder was Vernünftiges. Letzten Sonntag gab es ja nur einen Stream, weil ich Samstag nicht geschafft habe, ein Video zu drehen und bla. Jetzt endlich wieder ein Video auf meinem Kanal und zwar geht es um Folgendes. Ihr kennt ja noch mein Logo, das ist das hier. Das gefällt mir nicht mehr und zum anderen mache ich ja nicht mehr das, was in dem Logo steht. Da steht ja noch China-Sachen getestet, bla. Und da ich diese Wish-Sache so ein bisschen beiseite geschoben habe, habe ich mir gedacht, ich brauche ein neues Logo und irgendwie gefiel mir das auch nicht mehr so nice. Deswegen gibt es heute ein neues Logo, das habe ich schon entworfen. Das habe ich alles nicht gefilmt, weil ich weiß, das interessiert die wenigsten. Und dieses Logo wollen wir heute hier drauf machen. Die aufmerksamen Zuschauer von euch haben ja schon im Hintergrund immer gesehen, dass ich so eine T-Shirt-Pressmaschine habe. Und ich habe auch die Folie für den Plotter dafür. Und wir machen heute mein erstes Merch. Das ist aber geil, Alter. Das ist aber geil. Genau. Das Logo zeige ich euch wie immer noch nicht. Ihr werdet es nachher sehen. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange. Schmeißen direkt die Maschine an. Ich suche die Farben raus und dann let's go. So, um nicht ganz diesen Produktionsprozess auszulassen, hier ein paar Fakten. Und zwar zum einen, Sachen, die auf ein T-Shirt sollen, müssen immer gespiegelt geplottet werden. Aus folgendem Grund. Und zwar, ihr schneidet das quasi aus der Folie aus. Und wenn ihr das jetzt richtig rumplotten würdet, dann würde es zum Bügeln falsch rum, weil es kommt die Unterseite der Folie, kommt auf das T-Shirt und wird falsch rum raufgebügelt. Voll complicated. Erkläre ich nachher nochmal auf dem T-Shirt. Und deshalb muss man unbedingt darauf achten, dass man es immer gespiegelt plottet. Es sieht nachher zwar erstmal komisch aus, aber wenn man es aufs T-Shirt macht, ist es wieder gerade. Das ist ultra wichtig. So, ihr Zuckerschnuten, nun geht's los. Das Gerät ist vorgeheizt, ihr seht's da. Und es ist jetzt folgendermaßen, ich habe jetzt den Ungeleuchtkasten mal noch im Hintergrund, deswegen muss ich jetzt ein bisschen umdenken. Eigentlich schiebe ich den mal so beiseite, aber Unge will das nicht so gern, damit ich das besser machen kann. So, jetzt nehmen wir mal eine Jacke. Teil. Und zwar jetzt so ungefähr schon, wo wir hinbügeln wollen. So, dass man ungefähr schon die Mitte hat. Das sieht man ungefähr an den Ärmeln, kann man sehen. Man tickt links oder tickt rechts. Ich glaube, so ist schon ganz nice. Die Höhe, gucken wir mal, wo der Nacken ist. Der Nacken ist da, das heißt, wir können so. So, und dann geht es eigentlich auch schon los. Und zwar gibt es mehrere Dinge, die ihr beachten müsst. Unbedingt, falls ihr sowas mal macht. Ich glaube zwar nicht, aber ich erzähle es trotzdem. Jetzt seht ihr das ja, so habe ich das geplottet. Jetzt kann ich euch das erklären. Das ist ja jetzt spiegelverkehrt. So rum muss es aber. Das heißt, so wird es ja auch raufgebügelt. Das heißt, wir können es jetzt hier quasi raufsetzen. Und dann ist es schon richtig rum. Cool, oder? Dann habe ich kontrollmäßig das Esti geplottet. Das soll nämlich nachher so. Und dann kommt nämlich noch das Oi. Und das ist dann so. Und so sieht der ganze Bums dann nachher aus. Wichtig ist halt, und das ist wirklich turbo wichtig, nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich ultra wichtig. Und zwar ist es wichtig, dass hier nachher diese Folie hier, das klebt. Wenn hier jetzt irgendwo noch rote Schnipsel sind oder schwarze oder blaue oder was auch immer, die werden mit drauf gebügelt. Das heißt, man muss unbedingt darauf achten, dass man wirklich guckt, dass hier alles Shiro ist. Zumindest da, wo man nachher aufs Textil bügelt. Ja, und so soll es nachher aussehen. Und ich würde sagen, let's bügel. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zu einem der wichtigsten Parts. Und zwar ist es turbo wichtig, dass man misst, dass das hier gerade drauf ist. Ist auch 31. Das heißt, wir können das wirklich so raufballern. Wie ist das so mit so einer Stimme aus dem Off? Genau. Ich würde sagen, let's bügel. Jetzt lassen wir das Ganze kurz abkühlen und dann ziehen wir die Folie gleich ab. So Leute, es ist vollbracht. Der Pulli ist fertig. Mir ist ein ultra doller Fehler passiert. Und zwar habe ich zu heiß die Folie abgezogen. Dann ist das Schwarz bei dem Tee so ein bisschen eingerissen. Deswegen sieht es jetzt nicht tausendprozentig perfekt aus. Aber aus Fehlern lernt man und es sieht trotzdem ganz nice aus. Und zwar so sieht's aus.
Ja, so sieht's aus, das neue Logo. Ich zeige euch das nochmal hier. So ist das Logo im Design. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback zu dem Logo gebt. Wenn ihr es nämlich geil findet, dann machen wir meinen Leuchtkasten neu. Und ja, habt ihr Bock auf so ein T-Shirt-Merch-Kram? Wollt ihr eins haben? Vielleicht kann ich ja mal eins verlosen. Wäre ja ganz nice. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns... was ist denn heute? Genau, wir sehen uns Sonntag wieder mit hoffentlich einem neuen Video. Und bis dahin, ganz wichtig, ich habe auf Instagram eine Umfrage gestartet. Da geht es um ein Emoji für meinen Kanal. Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, folgt mir unbedingt da. Sonst würde ich mich über ein Abo freuen. Gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt mir ein nettes Kommentar und dann sehen wir uns wieder. Haut rein, habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüssi, ciao. Awesome, I'm a mess.